ist denn Ihr Auftrag hier? Ich war heute in Aarau, auf einem Bänkel in der Sonne, die Sonne genossen. Plötzlich höre ich vom Parkplatz unten auf ein riesiges Geschrei, der oberen Schanze. Und da bin ich aufgeschossen, runtergeschaut und habe gesehen, zwei Polizisten haben gerade eine ältere Frau zu Boden gedrückt. Die war auf den Knien am Boden unten. Und ein riesiges Geschrei rundherum. Da sind noch Männer gekommen und haben gesagt, sie sollen die Frau loslassen. Und schon sind zwei weitere Polizisten gekommen und haben die vertrieben. Also ich muss sagen, mit dem Erlebnis hat es mir so abgelöst, ich habe jegliches Vertrauen in unsere Polizei verloren. Mein Auftrag ist es, zu schauen, auf die öffentliche Sicherheit. Das ist dann unsicher. Geht's wohl? Geht's wohl? Ja. Tun Sie die Kamera bitte schnell einen Moment abstellen oder abnehmen. Nein, ist gut. Danke. Wir sind heute in einer polizeilichen Kontrolle. Die Kollegen tut es abklären. Wenn es weitere gibt, können wir euch das Ihnen gerade mitteilen. Danke mal. Können Sie eigentlich auch bei den anderen Journalisten so vor? Wenn Sie Fragen stellen wollen, verweise ich Sie an unsere Mediendienststelle. Grüezi wohl. Jesus, ein bisschen. Grüezi. Ein guter. Mein Name ist Brunner von der Kantonspolizei. Ja, darf ich Ihnen? Ich darf noch einen Ausweis. Ja, sind auch Ausweis da? Nein. Sie wissen schon, dass es keine Ausweispflicht in der Schweiz ist. Das ist nicht so. Das ist richtig. Das Portemonnaie führen Sie mit? Mhm, das schon, damit ich geil bin. Und ist kein Ausweis drin? Nein. Irgendein Bankkärtchen, wo der Name drauf steht zumindest. Also ich bin der Noah. Was ist Ihr Auftrag? Drei Meinungsäußerungen blockieren. Gegen die Bundesverfassung zu agieren. Sie wissen schon, dass Sie gegen die Bundesverfassung handeln, wenn Sie so agieren. Ja, ich einfach unseren Job. Wie? Unseren Job? Ja, das haben Sie früher im 33. Jahr gesagt. Dann haben wir einfach Ihren Job gemacht. Ich mache auch noch meinen Job. Gehen Sie einfach einen Moment warten. Nein, ich laufe jetzt weg, wenn Sie mir nicht einen Gesetzesparagraf geben, warum ich da muss warten. Sie haben mich festgestellt, Personenkontrolle, Sie haben meinen Wohnort. Was wollen Sie noch mehr? Gehen Sie einfach Nein. einen Moment warten. Das ist Polizeiwillkür, was Sie da machen. Gehen Sie einfach einen Moment warten, ist keine Anweisung, ist das ein Befehl? Ist das eine Anordnung? Ist das jetzt eine Verfügung, dass ich da bleiben muss? Ja, jetzt sind Sie einfach schon einen Moment warten, dass wir die Abklärung haben. Was haben Sie für eine Abklärung zu machen? Habe ich gegen ein Gesetz verstoßen? Keine Antwort. Ich frage noch viel mal mehr. Bis jetzt noch keine Antwort, ob ich gegen ein Gesetz verstoßen. Ich habe etwas Curry bestellt oder Wasser gebracht, weil Danke ich in der Schweiz Und ja, ich sollte es mir ausweisen, aber ich wüsste nicht wieso, weil ich habe normal ein Curry auf dem Platz. Ich verstand es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Verstoße ich gegen ein Gesetz? Oder ist das Polizeiwillkür da? Keine Antwort. Sie können ja nicht einmal den Gesetzesartikel aufzeigen, warum ich da muss stehen. Ich übe meinen Job aus als Journalist und ich bin ein Beobachter auch von Ihnen, dass Sie Ihren Job richtig machen. Aber das ist Polizeiwillkür, was Sie da machen. Sind Sie stolz drauf? Nein, Mensch. Ich mache mich langsam essen. Gibt's doch nicht! Verbrecherpolizeistaat ist das. Sie wissen es ganz genau. Ganz genau wissen Sie, was Sie da machen. Dass Sie gegen das Gesetz verstoßen. Unbescholtene Bürger, Leute, die ihren Job machen, einfach festsetzen, ohne Grund. Das ist völlig falsch, was Sie machen. Ohne Grund! Jetzt will ich Gesetzesgrundlage, warum ich da muss warten. Nein, Anzeige steht, dann nicht den Job nicht mehr. Herr Schöpfer, Frau Brunner. Können Sie mir ein Gesetz sagen, warum ich da nicht weggehe? Welcher Gesetzesartikel sagt, dass ich da muss warten mit Ihnen? Ich gehe gleich noch live. Darf ich da nicht über Sie berichten, was Sie da machen? Wer hat das angeordnet? Ja, oder darf ich jetzt weiter meinen Job machen? Ja, ist gut. Danke vielmals. Ganz viel Kurioses. Und zwar geht es darum, dass Leute, die friedlich sind, für eine Einheit einstehen, für unsere Bundesverfassung einstehen und die werden boykottiert. Da tue ich mich noch speziell. Die Frage ist, wieso? Und die Frage, wer das finanziert? Rita! Dokumentarfilm? Über die freie Schweiz? Was Sie so gut unterstützen.
Ich bin Ronny Benz, Wegital, Kanton Schweiz. Wir sind mit der Trailer unterwegs. Heute, 8. Mai 2021 in Aarau, ist ein Tiefpunkt für die Schweiz. Uns Trailer haben es nicht nur von den Trailern getrennt, indem wir die nicht mehr können aus unseren parkierten Autos rausholen, indem die Polizei den ganzen Parkplatz abgesperrt hat. Man hat sogar noch zugelassen, dass wir nicht mehr die Schweizer Fahne holen können. Also das Volk, das Schweizer Volk, hat von der Schweizer Fahne getrennt. Das Brauchtum, die Trailer, die schon ein paar hundert Jahre Tradition in diesem Land haben, hat man heute auch beschnitten. Man hat nicht mehr zu den alten Werten zurückgreifen. Und das muss jetzt dann ganz klar ein Ende gesetzt werden. Es kann nicht sein, dass wir unsere Werte, unsere Bodenständigkeit, Traditionen und eben eine Schweizer Fahne dort wegnehmen. Und das wird auch in Zukunft von da klar her zum Schweizer Volk gehören, dass wir die Führer nehmen. Danke. Folgt den Trichler. Wenn ihr uns die Trichler nehmt und die Fahne und weiterhin auf unsere Verfassung schiessen, dann passiert genau das, was heute in Aarau passiert ist. Es gibt ein Chaos. Wer die Polizei nicht eingeschritten, ihr hättet zwei Polizeiautos gebraucht für den ganzen Tag. Ganz ehrlich. Und da könnt ihr mich darauf behaften. Ich habe absolut, und da rede ich für ganz, ganz viele Tausende, kein Vertrauen mehr, dass der Bundesrat uns unsere Grundrechte ja, zurückgeben kann, sie nicht, aber noch weiterhin stillt. Die Zwangsverschwendung und Einschränkungen die müssen sofort fallen, umgehend und nicht erst, wenn es der Bundesrat das möchte. Weil der Bundesrat hat sich jedes Vertrauen verspielt. Ich sagte, ich muss zu meinem Auto. Dort hat ein Polizist mich durchgelassen. Danach ist der Polizist säcklich gekommen. Er hat gesagt, ich darf nicht zu meinem Auto. Ich sagte, doch, ich darf, was wäre, wenn ich jetzt Medikamente drin hätte, die ich brauche. Dann hat er mich angelenkt und weggeschupft. Ich sagte, ich müsse jetzt sofort weggehen. Und danach hat er mich gepackt, am Arm und die Schäge durch abgeschupft. Und ich habe alles gefilmt auf dem Handy. Also, darf ich Sie bitten, runterzukommen? Nein. Sind Sie so gut? Hä? Ich wäre froh. Danke. Was Sie machen, das ist... Sind Sie so gut? Lassen Sie mich sind los. Sie so gut? Sind Sie doch so gut und gehen Sie doch ab. Ich gehe runter, aber sicher nicht. Danke. Also, mein Name ist Maya Roth. Ich war heute in Aarau an diesem wunderschönen sonnigen Tag. Und ich bin für unsere Schweizer Verfassung und für unser Volk hierher Wir wären auf dem Trottoir geblieben, wir wären über die Fußgängerstreifen gegangen. Es hätten sich alle daran gehalten. Danach sind wir durch Aarau durchgelaufen. Und danach haben sie einen Warnschuss abgegeben. Dann bin ich auf der Seite mit dem Grossbogen rumgelaufen. Dann kommt ein Polizist mit einem Schild zäckeln und mich voll rammen. Und dann habe ich mich hier am Arm ein bisschen geschürft, verletzt. Hey,
Fakt ist einfach, dass ihr heute ein Chaos produziert habt, das nie nötig gewesen wäre und somit der grösste Sieg in diesem Kampf gegen die Massnahmen der Regierung und für die Bundesverfassung erwirkt habt. Das Volk stösst jetzt so lange, bis unsere Verfassung respektiert ist. Ende. Amen. Ich appelliere an die Polizisten, bitte, lasst uns doch einfach in Ruhe. Ich habe heute den Polizeieinsatz sehr speziell gefunden. Und zwar ist am Anfang dieser Kundgebung darum gegangen, dass eine ältere Frau, ich kenne sie persönlich, 85, sich gerne durchsetzen wollte und man hat sie zu Boden gedrückt. Da frage ich mich wirklich, wie armselig ist unsere Polizei, respektive die sie delegieren, dass man eine wehrlose ältere Frau zu Boden drücken muss. Der nächste Punkt war für mich, dass man ganz einfach friedliche Leute geht im Ganzen, Aarau, überall wieder wollen, einschliessen, boykottieren. Und zum Schluss, was aber dann wieder vielleicht für eine Person spricht in dieser ganzen Szene, dass man über 5 Minuten mit denen das Gespräch gesucht hat und schlussendlich, und das ist für mich vielleicht so ein bisschen der Tropfen, der Wehmutstropfen oder vielleicht auch der Hoffnungsschimmer, dass eine Person uns erlaubt hat, zu passieren. Wir dürfen weiterlaufen und ganz, ganz viele von denen, die heute an dieser Kundgebung waren, haben auch sich bedankt und haben Bravo gerufen. Vielleicht gibt das jemand einem von diesen lieben Buben, wo da mit Uniform dort stehen, einen Gedankenanstoss, dass er soll für die Schweiz einstehen und für seine Meinung. Jetzt, wie wir gerade sehen, ist aktuell, sind sie hier schon wieder am Zumachen. Die Frage ist, jetzt können wir da friedlich noch raus. Was denkst du dazu? Wir sind immer friedlich. Wir sind immer gewesen. Und wenn es Gegenseiten macht, dann bleiben wir trotzdem friedlich. Das ist der Weg, den wir gehen, wo wir bis jetzt immer gegangen sind und wo wir auch in Zukunft werden gehen. Wir sind auf der richtigen Seite. Wir kämpfen für unsere Grundrechte, für die Demokratie, für die Bundesverfassung, für das Wohl für unsere Leute, für das Wohl der Schwächsten. Dementsprechend werden wir weiterkämpfen. Und wenn es muss sein, auch ohne Bewilligung. Liebe junge Leute, ich animiere euch dazu, endlich anfangen, selbstständig zu denken. Kopiert nicht alles einfach so, was ihr gehört. Fangen an zu denken. Ich habe meinen Fruchtsaft mitgebracht. Ich wollte allen einen Saft bringen, dass sie sich erinnern, von wo wir kommen und wo wir her müssen. Weißt, dass wir uns wieder erinnern müssen, oder? Wer wir sind. Und ein gesunder Menschenverstand fängt im Körper an, oder? Drinnen. Du musst gesund sein, du musst Kabale in dir rausschütten und dann bist du, dann siehst du alles, unantastbar. Und dann hast du einen Rückgrat und bist dann wie ein Baum. Wie ich, oder?